Gäste ihre Vergnügungen dann doch lieber unbelichtet genießen wollen, hält sich die Kamera an der Bühnenshow schadlos. Die amerikanische Band Sleep Chamber, vorneweg Sänger John Zawis und die Babichette Girls, machen schon mal mehr oder weniger temperamentvoll vor, wie die Post abgeht, wenn sich im Sadomaso-Fieber Gefühl und Härte vereinen. Sorgt eine Band aus dem angeblich so prüden Amerika für Furore in den Clubs. Und zwar geht es da weniger um die Musik als um die Bühnenshow. Und ich hoffe, sie erregen auch eure Aufmerksamkeit. Fetischismus, Bondage und sadomasochistische Spiele. Die amerikanische Band Sleep Chamber will provozieren. Bandleader John Zawis geht es in erster Linie um die Darstellung sexueller Obsessionen. Erst dann kommt die Musik. Seit Anfang März tourt die Kultband durch deutsche Clubs. Unterstützt werden John und die Band von den sogenannten Barbet Chats. Die vier Tänzerinnen aus New York und Bochum in Latex, Lack und Leder stellen auf der Bühne verschiedene Aspekte von Fetischismus und SM dar. Viele sehen mich als Leitfigur der Fetischszene, wofür ich mich aber gar nicht interessiere. Ich nehme meine Sexualität sehr ernst, doch sie ist privat. Die Szene ist eher etwas für Leute, die offen mit ihrer Sexualität umgehen und sie in der Öffentlichkeit erforschen, während es für mich Privatsache ist. Bei der Performance der Barbet Chats zählt in erster Linie die Spontanität der Aktion. Dabei kann das Geschehen schon mal außer Kontrolle geraten. Ich ziehe es vor, wenn die Show unvorhersehbar und irgendwie abenteuerlich ist. So weiß ich nie, was passiert. Es ist spannender für mich, wenn Dinge unvorhersehbar sind. Wenn alles durchgeplant ist und glatt läuft, macht mir das keinen Spaß. Ich möchte, dass Dinge schiefgehen. Ich mag das Element der Überraschung. Alles, was ich mache, was ich aus mir herauslasse, sei es in meinem Job als Domina oder hier als Barbie Chat, ist ein Teil meiner persönlichen Sexualität. Ich teile sie nicht mit dem Publikum. Ich erlaube ihnen nur zuzusehen. Und ein Teil davon erregt mich auch.
Mit bis zu 15 Barbie Jets touren Sleep Chamber in den USA. Männliche Tänzer haben bei der Band allerdings nichts verloren. Es hat mit meinem Ego zu tun. Ich ziehe es vor, die weibliche Sexualität zu erforschen. Ich denke, es ist ein Teil meines Egos. Es gibt keinen Platz für einen weiteren Mann. Ich denke, ich gebe dem Publikum im Großen und Ganzen, was es will. Aber ich mache sie auch hungrig. So können sie nach Hause gehen und mit den Ideen aus der Bühnenshow selbst experimentieren. Wer sich von der bizarren Performance inspirieren lassen will, der kann Sleep Chamber noch bis zum 21. März live auf ihrer ersten Deutschlandtour erleben. Yeah.
we're done. And this is what we found. Cold dreams and dreams on fire. Submit to me. Submit to desire. Submit to me. And shower me with your desire. Others' hearts with lies, and they scream, love me. They scream, love me. My heart is beating high, and my sweat is running fast. Clocks ticking backwards, makes all time pass. Dreams I desire. Submit to me. Submit to desire. Submit to me. And flower me with your favorite desire. Submit to me. Splintering pain of my desire. Cool breeze and boiling the fire. Fools that live in their lives, cutting through each other's lovers' lives and hearts. Scream love me. They scream love me. Dreams are just desires. Submit to me and burn in my desire. Submit to me and flower me with desire. But on stage, there's lots of things happening. Yes, there's a lot of performance that goes on. Ja, es gibt viel Performance, viel Vorstellung. And it sort of accentuates what I'm singing about. Und es betont das, worüber ich singe. Also es betont den Text, was geschrieben. Die amerikanische Band Sleep Chamber, vorneweg Sänger John Zawis und die Babichette Girls, machen schon mal mehr oder weniger temperamentvoll vor, wie die Post abgeht, wenn sich im Sadomaso-Fieber Gefühl und Härte vereinen.
Gäste ihre Vergnügungen dann doch lieber unbelichtet genießen wollen, hält sich die Kamera an der Bühnenshow schadlos. Desire.